Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO Lagging Simulator, wie wir mal wieder sehen. Es laggt immer noch, aber wir sind guter Dinge. Diesmal erweitern wir unser Security-System, weil die warten ja ewig und drei Tage. Und nachdem wir letztes Mal festgestellt haben, dass wir diese großen Dinger jetzt mittlerweile haben, müssen die auch verwendet werden. Aber hier muss erstmal die Sicherheitszone angepasst werden. Das hasse ich. Also das ist echt eine Sache, die mir so auf den Sack geht, dass sozusagen hier, wenn du eine Mauer baust, dass das die Sicherheitszone entfernt. Das ist echt nervig. Weil dann baust du wieder um, tust wieder was umräumen und dann hat die Mauer wieder deine Zone gelöscht und dann musst du wieder die Zone... Klar, es ist eine Kleinigkeit, aber es ist halt so ein ja, wie willst du es sagen, so ein... Eine Sache des Wohlfühlens, nee, ne? Dass du einfach ein bisschen Komfort spielst und versuchst zu spulen und nicht ewig so eine Kleinigkeit nachrennen musst. Wie viel kosten die 45 Tonnen? Das geht. Hallo Flugzeug. Das ist schon wieder gefährliches Gepäck. Langsam reicht's mit eurem gefährlichen Gepäck. Ich bin gespannt, wenn diese neuen Terminals hier endlich stehen. Alter. Ich bin echt gespannt, was die für einen Unterschied machen werden. Na, irgendeinen Unterschied müssen sie so oder so machen. Bloß ich glaube, bis die Bauarbeiter vorbeikommen, morgen Nacht. Ich glaube, die sind immer noch an unserem Zaun beschäftigt. Das Problem ist, jetzt haben wir das nächste Problem. Wir haben eine Start- und Landebahn für die mittleren Flugzeuge. Bedeutet, die müssen immer warten, bis ein Flugzeug startet, bis eins landet, bis eins startet, bis eins landet. Und jetzt haben wir ein Stauproblem. Jetzt kommen zwei wieder. Auf was wartet ihr? Starte! Ich brauche mehr... Der staut sich einfach nur. Scheiße. Da sieht man's. Ich habe die maximale Kapazität erreicht. Alter, scheiße. Okay, vielleicht war das jetzt auch gerade ein unglücklicher Zufall. Aber hier kommt auf. Jetzt wartet der wieder, bis das Flugzeug vorbeikommt. Jetzt geht der. Nee, jetzt wartet der auf das nächste Flugzeug. Da hinten staut sich eine kilometerlange Autobahnstraße. Leute, fahrt zu! Jetzt können die nicht auch enden. Nein, oje, 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 oje. Jetzt wartet der wieder. Ah, ich hab die beschissenste Anlage der Welt gebaut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wenn unten die Zonen fertig gebaut werden, dann kann ich mit Zuversicht, wo kommen die her, sagen, dass wir die auf jeden Fall als nächstes irgendwie zwei Startplätze bauen. Eine Lande- und eine Startbahn und das verwenden werden. Und dann so Mittelzufahrt oder sowas, keine Ahnung. Aber das ist kein Zustand mehr. Und hier vor allem eine fette Straße durch, wo du vor- und zurückfahren kannst und Landeplätze hast und weißt da, guck was. Hauptsache ist, das Ding funktioniert wieder. Weil aktuell wartet immer mindestens ein Flugzeug irgendwo. Und das ist nicht gut. Wir machen zwar wahrscheinlich ordentlich Kohle mittlerweile schon, weil einfach die Menge der Flugzeuge brutal ist, die hier über die Fläche brettern. Jetzt wartet er auf ihn. Oh, er wartet auf ihn und du wartest auf ihn. Er wartet jetzt natürlich auf ihn, bis er fertig gelandet ist. Er wartet hier wieder, okay, ja. Und ich will einen riesen Flughafen bauen. Ich krieg's da noch nicht mal mit den kleinen hin. Wie viel kostet mich eigentlich eine große Startbahn? Jetzt einfach mal aus Interesse. Bevor ich jetzt anfange, nämlich für teuer Geld Schrollbahn in klein zu kaufen. 1 Million. Ja, genau. Die kleine kostet 500.000. Und ich brauche zwei von denen. Bitte, ich brauche jetzt 1,4 Millionen brauche ich, weil ich muss ja alles umsetzen. Klar, ich kriege das Geld wieder, wenn ich die umsetze oder abreiße. Aber ich muss sie ja trotzdem umsetzen. Als erstes. Alles vorbereiten, dann kann ich erst was machen. Ach du Scheiße. Wie geht's eigentlich unseren Läden? Also nehmen wir das hier den riesen dem scheint es gut zu gehen. Wie viel Käufer? 207 von 35. Respekt, mein Freund. Wie schaut's bei dir aus? 80
von 105, du hast schon 700.000 Umsatz gemacht. Finde ich auch nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Wie schaut es hier drüben aus? Das ist ja immer die kritische Masse. Das, wo noch nicht viel unterwegs ist. Obwohl, mittlerweile sollte auch einiges unterwegs sein. Seit 2 Tagen wurde das Ziel nicht mehr erreicht. Oh, okay. Ja, jetzt sollte die kritische Masse sich aber ändern, weil immerhin die Leute jetzt hier ankommen. Na, schau, das ist schon wieder ein... Schau, einer war doch schon wieder da. Jetzt kommt der nächste. Schau an, die wollen doch Kaffee. Die brauchen Kaffee. Alter, der Leck. Das ist das Schlimmste, was eigentlich in dem Spiel aktuell leider immer wieder ist. Diese Leckerei. Aber was willst du machen? Personal? Was fehlt denn? Sicherheitsbeauftragte. Und Fluggastbetreuer. Ramp Agents. Alter. Wie viele Leute soll ich noch einstellen? Ich habe doch jetzt schon keine Übersicht mehr über meine Mitarbeiter. Ich habe bis jetzt noch nicht alle weitergebildet, was eigentlich super wichtig wäre, denke ich. So, wir tun jetzt erstmal alle unter einem bestimmten Niveau wieder ausschmeißen. Ablehnen, 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 ablehnen. Dann wieder voll alles bis dahin anzeigen. Sicherheitsbeamte. Anstellen, anstellen. Ich habe hier keine andere Wahl. Dann Ramp Agents, alle anstellen. Wir brauchen euch. Dann Fluggastbetreuer. Wie viel habe ich da aktuell zur Verfügung? Bitte sag einige. Bitte sag einige. 207 Mitarbeiter. Alter. Was fehlt mir denn noch? Fluggast immer noch. Ich habe doch angestellt wie bekloppt. Oder kommen die erst? Hausmeister, Ramp Agents. Hausmeister? Ernsthaft? Ja, her damit. Es sind immer noch Ramp Agents, die fehlen. Ramp Agents. Wie immer, die Ramp Agents, die fehlen. Jetzt hat aber, jetzt habe ich fast 230 Mitarbeiter an einem fucking Flughafen. Kriege ich noch vielleicht 2 Ramp Agents? Mal, ist die Mitarbeiterzufriedenheit damit verknüpft, wie viel Arbeit sie haben? Weil aktuell steigt nur die Mitarbeiterzufriedenheit, je mehr Mitarbeiter ich habe. Habe ich zu wenig Mitarbeiter und deswegen sind sie unzufrieden mit mir? Oh, schon wieder ein gefährliches Gepäckstück. Wollt ihr mich verarschen? So, wir haben 230 Mitarbeiter am Flughafen hier in Kreuzberg Süd. Herbert Schickel hat ganz schön viel zu tun, würde ich sagen. Ah nee, Quatsch. 250 Mitarbeiter. Und wir haben immer noch zu wenig Fluggastbetreuer. Ah, das gibt's doch gar nicht. Es reichen 50 Fluggastbetreuer nicht aus. Ich krieg's kotzen. Hä? Vorhin hatte ich noch 250, jetzt sind es 234. Habe ich irgendwelche verloren? Flugzeugschlepper fehlen mir und Gepäckschlepper fehlen mir. 6! Holy shit, okay. Ja, ich glaube, ich darf wieder shoppen einfach. Alter. Was wolltest du? Ihr braucht... Ja, ist gut. Ich habe mittlerweile schon aufgegeben. Gepäckschlepper und Flugzeugschlepper. Kaufen wir von euch nochmal 5 und von anderen kaufen wir 10. 5, bestellen. Wo sind die Gepäckschlepper? Unter was fällt ein gescheiß Gepäckschlepper jetzt wieder? Hier, Gepäckschlepper. Großes Pullforce Geschleppfächer mit Dach. 10 Stück von dir. Ich sag euch, das wird problematisch noch in Zukunft. Großer Fahrzeugschlepper von den Heiden und nicht mal was. Also, wenn die Gepäckschlepper ankommen, ne, dann sollte das ausreichen. Förderbandwagen, habe ich 10 Stück. Alter, ich habe eine Stelle 24 und angenommen sind 4. Hä? Hä? Ich habe doch gerade 10 Stück gekauft. Willst du mir sagen, ich habe immer noch nicht genügend? Ich kaufe noch 2 von denen und 2 von denen. So, fertig, aus. Sind jetzt alle Parkplätze eigentlich mittlerweile voll? Weil wenn ja, habe ich ein Problem. 17 verfügbare Plätze, das ist bald weg. So schnell kannst du nicht ABC sagen, sind die Plätze weg. Hier sind 13, hier sind noch 2 freie.
noch Personal. Ich brauche immer nur... Alter, die Agents machen mich fertig. Alter, wie viel Besucher habe ich aktuell an diesem Flughafen? Okay, wenigstens etwas. 1500 und 200 Mitarbeiter. Aber holy shit, wollt ihr mich verarschen? Ah, mal zurück zum Thema eigentlich. Ist mein blödes Sicherheitsgedöns schon da? Kann ich mir den Scheiß mittlerweile geben? Wenn ja, tausche ich nicht die anderen auch raus. Ja, sie sind da. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell sind die? Also neben dem, dass da 3 Mitarbeiter, glaube ich, gebraucht werden. Jetzt gehen sie einfach. Nee, ist klar. Ich verlaus auch einfach meinen Posten. Okay, nee, sie brauchen auch. Nee, die brauchen 5. Oder 6. Wie viele Mitarbeiter braucht so ein scheiß Checkmann? 5? Ich stelle schon alles ein, was ich finde. Ich versprech's. Oh, ich geb's auf. Ich geb's auf, ich sag's euch. Fluggastbetreuer einstellen. So. Sicherheitsbeauftragte brauche ich auch noch. Ja, komm her, wir brauchen alle. Ramp Agents. Alles, was ich kriegen kann. Außer die schlechten. Dann wieder alle filtern. Weil Administration brauche ich ja aktuell gar nicht mehr. Ablehnen, 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 ablehnen. So, und jetzt hat Ramp Agents. Anstellen, anstellen. Es wird immer mehr Personal. Irgendwann wird's doch hoffentlich reichen. Ich könnte mich gerade so aufregen. Nein! Fluggastbetreuer einstellen. Will ich wissen, wie viel Personalkosten ich habe? Will ich's wissen? Das Problem ist ja, ich will mehr von denen, weil die gleich einen höheren Durchsatz haben wie alle anderen. Obwohl, scheint nicht mal so. Aber sie bieten eine höhere Sicherheit. Deswegen wäre es eigentlich schon gut, wenn ich die hätte in Zukunft. Ja, wahrscheinlich wieder ein Gepäckstück, was nicht. Oh. Vor 3 Tagen, ja, das ist alles selber. Müll. So, meine Freunde, wir werden leider hier jetzt die 2 auch abreißen. Um eine höhere Durchsatzquote oder eine verbesserte Quote. Gefährliches Gepäckstück wurde mutmaßlich auf Flughafen FA verladen und ein Sicherheitsbericht der Regierung wird vermutlich bald folgen. Wir scheinen irgendwo eine Sicherheitslücke zu haben, die wir umgehend auf. Wo habe ich eine Sicherheitslücke? Ich habe alles über mein Sicherheitsbandsystem fahren lassen. Irgendwas stimmt hier nicht. Fällt hier immer zwischendurch ein Gepäck ab oder sowas? Ist es das System hier, was ich gerade erneuere noch? Weiß ich auch nicht. Also, mal ganz ehrlich. Bei welchem Flughafen? Sicherheitssystem so wie hier aufgebaut. Also das könnte schon stimmen. Ja, dass die hier, warum die auch immer abwechselnd da durchgehen? Also einer geht immer da durch, einer andere da. Okay, das ist jetzt ja vollkommen wurscht. Nur also haben sie eins von beiden. Und normal, ich weiß, dass in Amerika verwenden sie ganz gern diesen Bodyscanner, wo du die Hände hochhalten musst, es dreht sich rum und alles ist gut. Aber in welcher Welt stehen die denn hier an? Nicht hier. Nur also stehen sie hier, Reihe und Glied, und tun das hier draufschmeißen und schießen, rennen hier durch, wie bekloppt. Just saying. Bisschen was über den Flughafen weiß ich auch. Weil... Es ist doch schon wieder Zeitverschwendung. Die müssen von hier drüben nach hier laufen, das Gepäck abgeben und dann wieder hier rüberlaufen. Haben sie keinen Gepäck, mein Gott, dann sollen sie gleich darüber laufen. Aber 90% der Leute haben Handgepäck. Ach, guck mal. Baumeister, stopp! Hier, abbauen! Oh. Ich glaube irgendwie, dass meine Baumeister immer noch mit dem Zaun beschäftigt sind. Also ich habe da so ein Feeling in mir, dass die immer noch an demselben Scheiß rumbauen. Wisst ihr warum? Der blöde Tunnel ist immer noch nicht fertig. Ey, das gibt's nicht. Also ich find's gut, wir machen ordentlich Knete, wie es ausschaut. Alles gut, aber das stört mich.
Also wir machen ja echt wie Schein gut Knete, weil wir machen so viel Knete, dass wir in der Folge richtig gut an Geld rankommen. Wir auch nicht bei so vielen Flugzeugen. Es entstehen halt nur tausende Probleme. Startet und landet immer ein Flugzeug. Help me! Neue RE-Vertragsverhandlungen. Was habt ihr jetzt schon wieder? Verträge, bitte überprüfen Sie die Verträge und ein besseres Angebot auszuhandeln. Leute, weil ich jetzt noch Zeit habe für Verträge, ich weiß noch nicht mal, wo oben und unten mehr ist. Also die Wirtschaft schaut gut aus. Meiner Meinung nach. Wir haben Passagiere am Flughafen 1600, 255 Mitarbeiter, ein ankommendes Flugzeug, 18 geparkte Flugzeuge, 2 startende Flugzeuge und um die 140 Gepäckstücke, die gescannt werden. Durchschnittliche Bewertungen sind über 90%, das ist gut. Das ist schön. Gesamte Abfertigung, jetzt kriege ich wahrscheinlich alle Flüge 12.000. Ordentlich. Also GA-Flüge 871, die haben wir ja mittlerweile abgebrochen. Kommerzielle Flüge 11.000, genau. Das passt. Passagiere fast 300.000. Flughafenwert 6 Millionen. Was nur? CO-Wert? Oh, mein Wert. 11 Millionen. Löschen? Warum steht hier löschen? What? Also erstmal alle E-Mails löschen. Ihr sagt mir schon, was ich zu tun habe. Ich soll erstmal alle E-Mails löschen. Einfach löschen. Ich habe keine ungelesenen E-Mails. Die sind alle nicht da. Ihr seht die nicht. Ich habe alles gelesen. Nein. Jetzt müssen die raus aus dem Flughafenbericht. Ah. Scheiße. Die doch löschen. Wolfsberg ist Süd. So. Könnte ich bitte jetzt diesen blöden Scheiß löschen? Die Lecks machen das echt nicht einfach. So. Das sollte jetzt hoffentlich in Kürze mal alles an Mails gewesen sein. So, Mails sind weg. Das ist doch halt nicht mehr lustig. Scheiße. Also nehmt das hier. So, okay. Jetzt halt können wir hier wieder schnell Sicherheitssystem, Sicherheitszone ausbauen. Guck mal, jetzt laufen sie da mit Paketen rum. Also sind sie jetzt ja wieder hier bei mir aktiv. Richtig? Einen Zitteranfall brauchst du jetzt auch nicht kriegen. Zum Glück habe ich hier so viel Platz gelassen. Hätte ich die aneinander baut, wäre ich jetzt ganz schön am Arsch gewesen. Bin mal gespannt, ob das überhaupt was bringt, der Durchsatz, den ich jetzt versucht habe, zu erzeugen. Also ich muss dann natürlich auch wieder meine Schlingenlinien bauen und alles drum und dran, das ist natürlich klar. Aber fürs Erste wäre mir mal wichtig, dass wir die austauschen gegen die neuen Systeme. Erstmal gegen das neue austauschen. Wie schaut es hier aus? Irgendwie schaut es immer noch so aus, als ob die nicht an meiner Straße gebaut haben. Nein! Doch! Nee. Haben sie nicht. Verdammt! Laufen denn hier überhaupt irgendwo Baumarbeiter noch rum? Ja, hier. Wo lauft ihr jetzt hin? Sagt nicht, ihr lauft... Ich hab mich gerade gefreut. Och, Mensch. Alter, die Schlange. Ups. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel wenig Sicherheitszugänge. Ach du Scheiße. Aber ja, was soll man sagen, außer Upsi. Also es ist ja unvorteilhaft gelaufen. Aber wir machen gut Geld, das ist echt schön. Wir haben fast schon die Millionen, die wir brauchen, um den neuen Flugplan Platz zu bauen, der dann, ich würde mal sagen, fürs Erste irgendwo hier hinkommt. Einfach so straight rein. Wir bauen es eh alles so oder so am Ende wieder um. Ah! Warum, da muss ja noch eine große Landebahn und Startbahn hin. Wenn ich die ganzen großen Flugzeuge baue, haben wir echt ein Problem.
Wie ist denn das eigentlich? Kann in so einen mittleren Terminal auch ein kleines Flugzeug rein? Oder brauche ich unbedingt einen kleinen Hangar für ein kleines Flugzeug? Weil es würde halt dementsprechend hier ausmachen, ob ich hier nur große Terminals hinbaue oder auch mittlere und kleine. Also man kann natürlich ein paar kleine, mittlere hinbauen, ohne Frage. Aber mich interessiert halt, ist es von Seiten der Behörden in Ordnung, wenn ich ein Hangar, in dem ein mittler großes Flugzeug repariert und abgestellt werden kann? Ein Großhangar, in welchem Großraumflugzeug repariert und abgestellt werden können. Hier kann jetzt dann auch ein kleines rein oder muss es unbedingt ein Riesending sein? Weil ein Riesen-Oschi, ja, die Dinge kosten ja auch Schweinegeld. Wenn, dann müssen die sich schon für mich hier richtig geilen Arsch lohnen. Ne? Weil die Frage ist jetzt, was passiert, wenn ich den kleinen Hangar abbaue? Weißt du was, das machen wir jetzt einfach mal probehalber. Ich krieg meistens eh kleine Flugzeuge, die hier Probleme machen. Warte mal, ich bin neben dem falschen Stockwerk. Oder bist du gerade in News? Ne, abreißen. Hangar abreißen, ja. Abreißen! Hallo Propellerflugzeug. Ich bin echt gespannt, wenn die großen Flugzeuge kommen, dann wird es hier nur eine reine Katastrophe werden. Alter, was für ein Personalmangel? Setzt euch hin an euren blöden Platz und scannt jetzt die Leute. Schon wieder ein Gepäckstück. Also ich muss einfach ein Gepäcksystem machen. Das ist nächste Priorität, wenn ich den Verkehr gelöst habe. Ich hoffe ja echt, dass diese großen Dinger irgendwas bringen. Das habe ich jetzt Schweinegeldverschwendung gemacht. Außer, dass sie cool ausschauen. Mit dem Bodyscanner. Also ich habe so teilweise das Gefühl, dass es ein Tick schneller ist. So ein Tick aber nur. Also wirklich so ein Tick. So ein Ticky-Tick. Ticky-Ticky-Tick-Tick. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir dann hoffentlich die Landeplätze und Startplätze machen können. Die letzten zwei kleinen Sicherheitsterminals hier austauschen. Und uns damit beschäftigen, wie wir hier große Flugzeuge reinkriegen. Also, bis dann. Ciao.